Das heißt, dass die kompletten Abstände zueinander im Endeffekt sehr kurz sind, um in die Balleroberung und in die Doppelsituationen reinzukommen. So, nun zur zweiten Pressing-Variante, zum Mittelfeldpressing. Ich zeichne auch hier nochmal die Zone ein, in dem der Ball dann erobert werden soll und der Gegner unter Druck gesetzt, also gepresst werden soll. Und zwar, wir fangen hier vorne an mit den Stürmern und enden hier mit der Kette. Das heißt, der Bereich spielt sich so um den Mittelkreis ab. Das heißt, vielleicht 2 Meter in der gegnerischen Hälfte vor dem Mittelkreis und 2 Meter in unserer Hälfte hinter dem Mittelkreis. Und in diesem Bereich sollen wir dann dementsprechend eng und kompakt stehen. Nochmal, was ist mit eng und kompakt gemeint? Das ist auch dann ab und zu mal die Frage. Eng heißt und kompakt heißt, dass die Abstände der Spieler, das heißt dieser 10 Spieler, zueinander sehr eng sind. Das heißt zum Beispiel, dass der Abstand zwischen 7 und 3 recht kurz ist, damit sie zum Doppeln können, der Abstand 9 und 7 und so weiter und so fort. Das heißt, dass die kompletten Abstände zueinander im Endeffekt sehr kurz sind, um in die Balleroberung und in die Doppelsituationen reinzukommen. So, legt man nun jetzt das gegnerische System auch wieder das 4-2-3-1 drauf. Ich schiebe es mal wieder rein. Okay, stellt man eigentlich schnell fest, die beiden Grundordnungen, nochmal rot 4-4-2 flach, die anderen, die blauen 4-2-3-1, dann stellt man sehr schnell fest, dass im Endeffekt das, was sich hier in unserer Hälfte abgespielt hat, vorher beim Abwehrpressing, eigentlich nur nach vorne verlagert hat. Das Zahlenverhältnis hat sich wieder geändert. Was sich verändert hat, ist der Raum hinter der gegnerischen Kette, also dieser Raum. Das heißt, der Raum wird, je weiter ich das Pressing natürlich nach vorne verlagere, wird kleiner. Das heißt, bei Balleroberungen müssen wir natürlich schon unseren Mitspieler, wenn wir einen Konter spielen, genauer in den Fuß spielen und können ihn eben nicht mehr so einfach hinter die Kette reinspielen, weil da die Wahrscheinlichkeit natürlich steigt, dass der Torwart gut mitspielt und dass er den Ball, bevor unser Spieler den bekommt, erobert. So, wie läuft jetzt das Ganze nochmal ab? Aus den Grundordnungen raus, das heißt das Verschieben. Wir bleiben wieder beim Thema nach außen lenken. Also nochmal, Ball wird nach außen gespielt, Stürmer läuft an und jetzt folgt es im Endeffekt genau den gleichen Prinzipien, die wir vorher gesehen haben. Ballnahe 6 wird durch unseren Zehner zugedeckt, der Stürmer in der Regel des Gegners kommt ballseitig. Das heißt, unser Innenverteidiger steht hier überlappend, Ball entfernt der Innenverteidiger sichert ab, er geht in die Position, Sechser kappt hier in die Richtung, Richtung 9 ab, Elfer geht in die Position, um ein mögliches Anspiel dann später auf den Zehner zu verhindern, Achter kommt in die Situation rein. Also nochmal, man sieht ziemlich schnell, dass sich vom Verschiebeverhalten eigentlich nichts ändert. Der Unterschied ist einfach nur der Raum, der da hinten ist. Spielen wir es nochmal weiter. Pass von 4 auf 2. 7 geht hin, 9 macht Passweg zu, versucht dann drauf zu doppeln. 6 in die Position, 3er geht näher hin. Wichtig ist jetzt nochmal, dass der ballentfernte Stürmer auf die gegnerische 6 von oben schiebt, um eben den Seitenwechsel, wie vorher erwähnt, zu verhindern. Spielt die 2 dann auf 8. Weil wir hier in der Doppelsituation noch nichts erreicht haben, ähnliches Prinzip wie vorher. 3 kommt von unten, 7 von oben, 6 macht den Pass weg zum Stürmer zu, 11 kommt hier mit rein, 6, rote 6 ist hier mit dabei, 8 schiebt hier rüber. Insofern können wir hier wieder sogar über eine Trippelsituation den Ball erobern. Aber nochmal was festzustellen gilt, Abwehrpressing und Mittelfeldpressing, da ist wirklich nur der Unterschied. Das eine findet in der gegnerischen Hälfte statt und das andere findet mit der einen Hälfte, findet in unserer Hälfte statt, Entschuldigung, das Abwehrpressing, und bei dem anderen ist der Unterschied, eine Hälfte der Mannschaft steht in der gegnerischen Hälfte, 2 Meter über Mittelfeldkreis, und die andere in unserer Hälfte 2 Meter unterhalb des Mittelfeldkreises. Sonst bleibt das Prinzip gleich.